Die Jagd beginnt. Herzlich willkommen bei Gefragt Gejagt. Das sind unsere vier Mutigen heute. Alle der festen Überzeugung, eine Chance zu haben oder die Elite zu schlagen. Und ich bin sehr gespannt, mit wem wir es zu tun haben. Ich bin Robert Blank aus Dornhahn. Ich bin Mathelehrer, liebe Rollenspiele und hier will ich aufs nächste Level. Hallo, mein Name ist Emma Boje. Ich komme aus einem der 40 Neustadts in Deutschland und ich habe eine einzigartige Fotosammlung an Seifenspendern. Ja, ich bin Harry Elbracht, komme aus der schönen Ruhrpott-Metropole Essen, bin Fußballfan und Heavy-Metal-Junkie. Ich bin Michaela Breitsprecher, komme aus Edermünde. Ich habe vier Töchter und deswegen sind meine Hobbys Backen, Kochen und Spielen. Und hoffentlich heute gewinnen hier. Michaela, Harry, Emma und Robert, schön, dass ihr da seid. Freue mich sehr. Das ist unsere Mannschaft heute. Hoffentlich eine Gewinnermannschaft. Ihr kommt nacheinander zur Schnellraterunde zu mir. Werdet schon mal viel Geld hoffentlich einsammeln, um dann jeweils alle, ich kann es euch nicht ersparen, ins 1:1 zu gehen gegen Jägerin oder Jäger. Wer gewinnt, ist im Finale. Wer verliert, muss heimbeginnen, wird Robert heute. Guten Abend, herzlich willkommen bei Gefragt Gejagt. Hallo. Freue mich, dass ihr gekommen seid. Hast du dich besonders vorbereitet auf heute? Na, ich mache immer viel Quiz zu Hause. Ja, Quiz meine, auch? Meine Frau. Ja. Ja? Hast, gegen wen hast du gespielt? Kannst du dich erinnern? Das weiß ich nicht mehr. Alle, ist lange her. Alle schon geschlagen. Ja, das ist doch super. Und du sagtest Videospiele gerne, ne? Oder? Ja, Rollenspiel, nee, so Rollenspiel, auf Papier, Dungeons and Dragons und sowas. Okay. Mehr im Kopf. Wir werden, wie immer, eine hoffentlich gute Schnellraterunde haben hier mit dir. Ich drücke dir die Daumen, du bist der Erste heute und deine Zeit startet jetzt. Welches Satzzeichen trennt einen Hauptsatz von einem Relativsatz? James Irwin und David Scott waren die ersten beiden, die wo herumgefahren sind? Weiter. Auf dem Mond. Wie werden männliche Gorillas aufgrund eines körperlichen Merkmals nach Ende der Pubertät genannt? 0,001 Gramm sind wie viele Milligramm? Eins. Mit über 27 Millionen Fernsehzuschauern Quotensieger wurde 2021 das Fußballspiel Deutschland gegen? England. Ja, welches Wort aus dem Griechischen benennt den Ablauf eines christlichen Gottesdienstes? Katechismus. Liturgie. Wie lautet die Einheit für die Masse von Edelsteinen und die Reinheit von Karat. Gold? Der Musiker, Autor und Clubbetreiber Tobias Albrecht trägt den Künstlernamen Rocco. Schamoni. In welchem Jahrzehnt wurde das Leipziger Zentralstadion mit einer Kapazität von 100.000 Plätzen eröffnet? 40er. 50er, welchen Vornamen trägt der ebenfalls als Schauspieler bekannte Vater des Darstellers Jens Azorn? Robert. Bei der Berechnung der Oberfläche eines Zylinders unterscheidet man zwischen Deckfläche, Grundfläche und... Mantel. Wer schreibt Theaterstücke, eine Dramaturgin oder eine Dramatikerin? Dramatiker. Ja, ja. 4.500 Euro. Heia, das ist aber ein überragender Anfang. So viel muss man nicht, ne? Aber darf man gerne. Ein kurz vorm 5.000er. Glückwunsch. Jetzt hoffe ich, dass du es aber gleich ins Finale bringst. Die Frage ist, gegen wen heute? Ich hätte im Angebot den Quiz-Vulkan Manuel Hobiger. Ruhig, bescheiden, höflich. Leider nie um die richtige Antwort verlegen. Das wäre manchmal noch ein bisschen schöner dann, ne? Wir hätten die Generalistin da, Adriane Rickel, zugewandt, fröhlich und so vielseitig interessiert, dass ihr meistens wenig Chancen habt, aber sie hat auch schon mal verloren. Oder ist es der Quiz-Doktor Thomas Kinne? Er spielt schon so lange Quiz, dass Kritiker sagen, es gebe langsam gar keine Fragen mehr für ihn. Da kann man nur manchmal hoffen, dass er ein paar schon wieder vergessen hatte aus den letzten Jahrzehnten. Wen hättest du denn gerne? Von denen ist es mir egal eigentlich. Ich hätte gerne einen Vulkan gehabt, aber... Der war doch dabei. War der dabei? Das war doch gleich der Erste, oder? Dann war ich ja da noch nicht. Guck mal, du warst noch nicht fokussiert. Ja, den hätte ich gerne. Der ist mir vom Gemüt nahe. Ja, tatsächlich. Also auch ein bisschen ruhiger. Naja. Na, dann wird es ja vielleicht ein ganz ruhiger Abend. Hier kommt der Jäger oder die Jägerin. Guten Abend, Herr Hobiger. Herzlich willkommen. Guten Abend, Herr Bommes. Schön, dass Sie da sind. Robert ist Hallo, Robert. Anführer unserer Gegner oder Ihrer Gegnermannschaft heute und hatte sich Sie gewünscht, weil er Ähnlichkeiten, wie sagtest du, im Gemüt vermutet. Das freut mich zu hören. Oder? Mathelehrer ist er und kommt mit sehr starken 4.500 Euro als Erstes an den Tisch. Was machen wir? Unten streiten wir ein bisschen was weg. 450 Euro. Mhm. Was gibt's oben? Oben erhöhen wir etwas das Drama. 14.500. 14,5 direkt am Anfang. Das ist also schon viel, finde ich, für erste Runde. Mitte. Machst du, wie du es richtig hältst. Machst du direkt? Bleiben. Wir bleiben. Bleiben? Wir bleiben. Ja, bleiben. 4.500 Euro, Teamentscheidung. Na gut, die Jagd beginnt. Manuel Hobiger gegen Robert.
Und andersrum, erste Frage. Weshalb befindet sich an vielen Vorhängeschlössern an der Unterseite ein kleines rundes Loch? A. Zur Notfallentsperrung. B. Das Vakuum oder ein Vakuum wird verhindert. Oder C. Der Regen kann abfließen. Was hast du genommen? Ich habe mich für C, der Regen kann abfließen, entschieden. Mhm. Bin mir aber auch sehr unsicher. Was ist die richtige Antwort? Ist völlig richtig, sehr gut. Robert, was sagt der Jäger? Ei. Das wäre die andere Variante. Ach gut, damit der Dieb schnell aufmachen kann, oder? Ja, nö, eben nicht. Okay, ja. Herzlich willkommen in der Sendung, Herr Holger. Hier geht's weiter mit der nächsten Frage. Im Wappen der Stadt New York ist neben dem Weißkopfseeadler als Symbol für die USA welches Tier zu sehen? A. Büffel, Biber oder Hering? Was hast du genommen? Ich habe B, den Biber genommen. Der Biber, ist das richtig? Biber für New York, jawohl, Symbol für die USA. Gut, was sagt der Jäger? Ja, ich dachte, der Büffel ist westlicher in den USA, Biber sind mehr so Kanada früher. Sie müssen sich gar nicht rechtfertigen, ist doch schön so. Kann nur besser werden. Ja, vielleicht ja aller schlechten Dinge drei, mal gucken, was jetzt kommt. Nee. Du hast einen schönen Vorsprung, Robert. Mhm. Durch Klein- und Auseinanderschreibung verändert sich der Sinn des Satzes. Rosi hat ein Hörgerät, eine Gehhilfe, einen Blindenhund. Ja, das ist schön. Die Frage ist, wer ist blind, ne? Was hast du genommen? Ja, den Hund. C. Einmal ist Rosi blind und einmal der Hund, ne? Was ist richtig? Gut, C. Nächster Schritt für Robert. Ich gehe davon aus, dass der Jäger jetzt die Treppe betritt. Ja. Gut, Glückwunsch. Hier kommt die nächste Frage. Wer ist die einzige natürliche Person, die bei der UNO als Völkerrechtssubjekt gilt? A. Papst, Queen oder Dalai Lama? Was nimmst du? A. Den Papst genommen. Völkerrechtssubjekt. Was ist die richtige Antwort? Ja, steht. Ja. Eindeutig da. Was sagt der Jäger? Der Heilige Stuhl, ja. Bitte? Er sitzt auf dem Heiligen Stuhl. Heiligen Stuhl, Vatikanstadt, ne? Ja. Mhm. So, weiter geht's. 2, 4, ich kann die ganzen Matchbälle gar nicht zählen. Hängt ein bisschen an den 14.500. Welche Zahl ist größer, Herr Mathelehrer, als die Summe aller Atome des Universums? A. Avogadro-Zahl, Sand-Zahl oder Graham's-Zahl? Ist das ein Geschenk für dich jetzt? Nein, ich weiß, dass die Avogadro-Zahl nicht ist. Okay, Sand oder Graham? Ich hätte jetzt mal Graham genommen, C. Geht Robert damit sehr schnell ins Finale? Was ist die richtige Antwort? Graham's Zahl. Damit ist das Finale fix für Robert und Emma ist schon dran. So schnell kann es gehen manchmal. So, Emma, das war aber fixe Nummer da, ne? Ja, oder? Echt. Weltklasse, Robert. Hättest du mal gezockt, aber gut. Wie geht's dir? Hast du Lust? Ja, natürlich. Ja? Aufgeregt, gerade nach der Vorlage, sage ich mal. Aber das solltest du als Motivation nehmen, nee, und nicht als Druck. Erklär mir bitte, du warst die mit der Seifenspender. Ich habe auch angefangen, während Corona auf Desinfektionsspender ein bisschen mein Portfolio zu erweitern. Oder? Ja, Fotos. Ganz normal. Okay. Darf ich kurz die Klassiker-Talkshow-Frage stellen? Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Es gibt ein Lied, da wird darüber gesungen und eine Freundin und ich dachten... Von wem ist das Lied? Von May Bebop, das ist eine Hannoveraner A-Cappella-Band. Und habt ihr schon ausgestellt? Wir haben die tatsächlich auf einzelne Zettel geklebt und Sammelkarten draus gemacht. Nicht schlecht, also was sehr gut. Du könntest in so andere Sendungen gehen und dann müsste man herausfinden, was du tust. Bevor wir uns jetzt hier komplett verplaudern, würde ich auch noch kurz mal dich in eine Minute abfragen wollen, ja? Und diese Zeit, konzentrier dich jetzt gut, startet jetzt. Wie heißt der zweite Monat eines Jahres? Februar. Welcher gute Zauberer gehört in der kleine Hobbit und der Herr der Ringe zu den Hauptfiguren? Wie nennt man im Graffiti-Slang eine unverwechselbare Unterschrift? Weiter. Tag. Welche Eigenschaft des Wassers sorgt dafür, dass Rasierklingen auf Süßwasser schwimmen? Dichte. Oberflächenspannung. Was ist das flächenmäßig größte Nachbarland Frankreichs in Europa?
Deutschland. Spanien. Welcher Abschnitt des Körpers misst beim Erwachsenen etwa ein Achtel der Körperlänge? Bein. Kopf. Zählt Neptun zu den Gesteinsplaneten? Ja. Nein. In welchem südeuropäischen Land bringt die Hexe Befana jedes Jahr am 6. Januar Geschenke? Italien. Katharina Dröge und Britta Hasselmann wurden Ende 2021 die Spitze welcher Bundestagsfraktion? Linke. Grüne. Welcher Vampirdarsteller spielt im Actionfilm The Batman den berühmten Fledermausmann? In welchem klassischen Instrument wurde der Hannoveraner Igor Levit weltberühmt? Klavier. Die Winkelsumme in einem Flächendreieck befragt wie viel Grad? 180. Und in unserer Sprache ist... Hast du 180? 180 ich habe 280 verstanden, aber ich habe 180 gesagt. Dollarzeichen. Also, du hast 3000 Euro. Nein, immerhin. Sehr gut. Und ich stelle mir gerade den Mann oder die Frau vor, der achtmal so groß ist wie sein Bein. Ja, ich habe nicht richtig zugehört. Stark. Germany's Next Topmodel. Und dann die haben wir nochmal Beine bis hier und dann achtmal. Das ist stark. Sehr beeindruckend. Gute Runde, Emma. Sehr gut. Und hier kommt der Jäger. Weiter geht's. 1-0 für uns. Hallo. Emma ist da. Hat die weltweit. Ist das eigentlich verbrieft weltweit? Kann man das. Nee, aber sollte ich vielleicht mal anfangen. Oder? Also hat auf jeden Fall eine große Sammlung an Seifenspenderfotos. Und 3000 Euro hat sie sich erkämpft in der Schnellraterunde. Was machen Sie daraus? Sie möchte ein deutlich größeres Angebot nach oben haben, sonst kommt Zocken gar nicht in Frage. Ja, also unten würde ich erstmal so, 500 Euro spenden. Ja. Oh, sehr schön. Und oben, nachdem wir hier nicht in einer Seifenoper sind, geht es um echtes Geld, 16.000 Euro. Ui, das ist aber deutlich mehr als eben. Über, ja, aber über fünffach. 16, ist es nicht mal das Sechsfache? Kein Verhältnis mehr zum Geld, die jungen Leute, Herr Obiger. Man muss ja groß träumen, um auch weit zu kommen. Ja, ja, aber man kann auch statt träumen einfach nehmen. Das stimmt. Weil aber was bringt sie, wenn du jetzt träumst? Was bringt mir 16.000 Euro? Ich studiere nicht mal. Mehr als drei. Aber was soll ich damit machen? Wir können auch das Geld einfach wegnehmen. Wir die 3.000 sind so ja ganz angenehm. Und dann spielen wir um... Gummibärchen. Gummibärchen. Hat auch was. Wollen wir das lieber? Ja. Wenn Geld so egal ist. Kriege ich dann 16.000 Gummibärchen am Ende? Nein, nein. Das können wir nicht machen. Das ist Zucker. Und Umwelt. 3.000 Euro. Herr Obiger läuft noch nicht da oben. Ja. Die Jagd beginnt. So, Emma, auf geht's. Das holen wir uns jetzt. Für den Spaß dann wenigstens, ja? Wird man beim Falschparken erwischt, dann droht ein Bußgeld in Höhe von mindestens 5 Euro, 10 Euro oder 20 Euro. Was ist das Mindestbußgeld? Hast du ein Auto? Ja. Führerschein auch? Ja, aber ich habe noch nie falsch geparkt. Tatsächlich nicht? Tatsächlich nicht. Was glaubst du? Also ich habe B 10 Euro genommen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es A ist, also 5 Euro. Ich meine, mindestens ist halt, glaube ich, alles 10 sein. Euro mindestens falsch parken? Vielleicht. Gut, Emma. Erster Schritt. Jawohl. Was sagt der Jäger? Was sagt Manuel Hobiger? So, wie oft haben Sie schon falsch gemacht? In Deutschland habe ich den noch nicht geübt. In der Schweiz wüsste ich, dass das sind zumindest 40 Franken. Tatsächlich? Okay. Wenn man in der Schweiz falsch parkiert, dann wird man verzeigt. Ist das so? Und dann wird man gebüßt. Das ist schön. Erster Schritt für den Jäger. Und was kommt als nächstes? Guter Start, Emma. Im bekannten Kippbild des dänischen Psychologen Edgar Rubin sieht man entweder zwei Gesichter oder eine A. Vase, junge Frau oder Ente? Das bekannte Kippbild. Was hast du denn genommen? Ich glaube, es ist A, eine Vase. Ich könnte mir das von der Form sehr gut vorstellen, dass man dann die Profile hat mit den Nasen und den... Wenn man kippt, wird die Vase geteilt quasi. Ja. Okay, was ist die richtige Antwort? Interessante und wahrscheinlich sogar richtige Herleitung. Gut, Emma, was sagt der Jäger? Ist es so? Oder? Ja, ja, es gibt nämlich auch andere so Bilder. Da gibt es auch so eine Ente und wenn man sie anders anschaut, ist, wird ein Hase draus. Okay. Aber eben keine zwei Gesichter. Das... Nee, und nach denen war gefragt. Genau. Nächste Frage kommt. Legt man bei einem Essen sein Besteck gekreuzt auf den Teller, so bedeutet es laut gängigen Tischsitten was? A. Ich bin satt. Mir schmeckt es oder ich esse noch weiter.
Das haben wir alle irgendwann mal, glaube ich, beigebracht bekommen, oder? Nee, falsche Generation, nein, Spaß. Also ich habe Zählkasse noch weitergenommen. Ich glaube, mich daran zu erinnern. Ich weiß es nicht, glaube ich, weil ich glaube, dass es heißt, dass der Teller noch nicht weggenommen werden soll. Ich weiß aber nicht, ob das heißt, ich esse noch weiter oder ob das einfach nur, also ich möchte gerne meinen Teller behalten und ihn angucken, weil das schön ist. Aber es wäre eine Möglichkeit. Das ist richtig. Also ich hätte es als deutlich ältere Generation auch genommen. Ja, sehr gut, Emma. Bravo. Wenn es einem schmeckt, legt man es überhaupt nicht hin, sondern ist einfach weiter. Das ist sehr schön, Herr Hobby, genau. Was sagt der Jäger? Gut. Stimmt, mir schmeckt es. Es ist ja im Präsens, ne? Nicht mir schmeckte es. Hier kommt die nächste Frage. Welche Stadt behauptet, vor Paris und New York schon 1899 den ersten Kreisverkehr der Welt gebaut zu haben? A. Gelsenkirchen, Görlitz oder Garmisch-Badenkirchen? Ist das typische Pub-Quiz-Frage, Herr Obiger, oder solche Geschichten? Das kann vorkommen, ja. Okay, er weiß es nicht. Was hast du genommen? Ich habe C. Garmisch-Badenkirchen genommen, weil es am witzigsten klingt. Das ist auch eine Herangehensweise. Harry, was hättest du genommen? Gelsenkirchen. Ich frage dich, weil du sagst, du bist aus Essen. Und absolut, den bin ich ganz oft gefahren schon. Siehst du, ich sage Gelsenkirchen nochmal, dann ist das A nämlich. Den ist Harry schon ganz oft gefahren. Kein Wunder, dass sie alle gehupt haben, ne? Ja. Weil Harry immer an der Rechts-vor-Links-Kreuzung im Kreis gefahren ist. Was sagt der Jäger? Oh gut, ja, ich habe mir gedacht, wie alt ist Harry schon? Ein Garmisch-Partner konnte es eigentlich nicht sein, weil das war erst 1936 zu Olympischen Spielen vereinigt. Es könnte natürlich sein, dass sie heute sagen, in Garmisch oder in Partenkirchen haben sie damals den ersten gehabt. Aber, nee, ist schon richtig so, Herr Obiger. Und Gelsenkirchen später, oder was? Oder überhaupt? Irgendwas muss man ja. Irgendwas raten. Muss man reinschauen. Es fehlte noch was mit G. Alles klar, Gera hätte es auch sein können. Emma, richtig jetzt bitte? Na? Wenn ein Schiff auf einem Kanal über eine Brücke fährt, passiert was mit dem Gesamtgewicht der Brücke? A. Es wird größer, es wird kleiner oder es bleibt gleich. Was hast du genommen? Es bleibt gleich genommen. Ich glaube, das Schiff ist ja auf der Brücke, oder? Also, da ist gerade mein Fehler. Und weil ich jetzt dachte, wenn ein Schiff auf der Brücke ist, das heißt, der Kanal müsste auf der Brücke sein. Das kann ja nicht Mehrgewicht sein, weil das ja schlecht für die Brücke. Also ich kann mir vorstellen, dass das Wasser halt abfließt und sich das Gewicht technisch ausgeht. Fährt ein Schiff? Das wäre lustig, wenn das Schiff drüber fährt. Das wäre schön. Läuft das Wasser dann nee, ich was hab, ganz ich Blödes hab, fragen, Herr Obiger. Fährt ein Schiff nicht unter einer Brücke durch? Nein, es gibt ja zum Beispiel in Niederlanden oder so, auch Kanäle, die eben, weil das Land so flach ist, gibt es dann die Autobahn, fährt unten durch. Und dann fährt quasi das Schiff oben auf der Brücke. Ach der so. Kanal, ja. Hat er eben Elbtunnel auch dann? Zum Beispiel Nordostsee-Kanal, ja. Fasziniert. Nordostsee-Kanal, um da jetzt eine Brücke zu bauen, gibt es ja die paar Brücken, die sind ziemlich hoch. Okay. Und alternativ können wir auch einen Tunnel bauen, der dann nicht so tief sein muss. Und was ist die richtige Antwort? Na Emma, alles gut hier, oder? Was sagt der Jäger? Gibt es eine Formel? Ist eigentlich völlig egal, ob da jetzt eine Brücke ist oder nicht, weil das Schiff verdrängt einfach so viel, genau so viel Wasser, wie das Gewicht vom Schiff ausmacht. Das heißt, es ändert sich nichts. Genau wie du es gerade erklärt hast. Ich dachte, es ist schlecht, wenn die Brücke leichter wird, wäre es weird. Und wenn die Brücke schwerer wird, wäre es schlecht. Weißt du, was ich sage? Hauptsache Matchball. Ja. Ja, so. Und jetzt gehst du bitte ins Finale, Emma. Welche Erfindung nannte der Dichter Hans Christian Andersen eine Großtat des Geistes? A. Automobil, Eisenbahn oder Flugzeug? Sag's mir immer. Ich habe A. Automobil genommen. Ich weiß nicht mal, wann der gelebt hat. Also wenn man wüsste, wann der gelebt hat, könnte man ja abschätzen. Kennst du ein Märchen von ihm? Oder? Nee, also ich glaube, ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich kann ihn tatsächlich gar nicht zuordnen. Wann hat er gelebt, Herr Rubiger? Ich denke nach den Brüdern Grimm. Wann haben die gelebt, Herr Rubiger? Die haben um 1800 rum. Okay. Ja, sagt der Jäger. Er ist noch nicht ganz überzeugt. Aber was ist die richtige Antwort? Ist er immer im Finale?
Hat die Eisenbahn gemeint? Was sagt Herr Rubiger? Ja, jetzt ist er da, Emma. Ja. Und ich bitte dich um eine richtige Antwort. Es wäre sehr schade, würden wir dich gehen lassen müssen. Wie muss der Teig zwingend beschaffen sein, aus dem Vanillekipferl hergestellt werden? A. Mürbe, gerührt oder geschüttelt? Ich habe A. Mürbe genommen. Ich habe sie noch nie gemacht. Vanillekipferl aus Mürbeteig. Michaela hat vorhin gesagt, dass ihr Hobby Backen ist. Ja, also ich glaube, dass... Harry freut sich auch, aber der ist auch schon durch Kreisverkehre gefahren, die es gar nicht gab. Ich esse lieber als backen. Aber er isst sie gerne. Ist Emma im Finale mit 3000 Euro. Die Nation freut sich, wenn... Ja, Emma, du hast es geschafft. Herzlichen Glückwunsch, Harry. Jetzt wir beide. Bravo. Jetzt wir beide. Läuft doch gut, ne? Ja. Fußball und Heavy Metal habe ich behalten. Ja, passt gut. Sag mir, ist beides laut. Ja, sagt mir Verein und Lieblingsband, RWE. 56 Jahre. 56 ja. Jahre renne ich dahin. Und Heavy Metal, welche Band? Ach, weit aufgestellt. Von AC/DC bis ZZ Top. Also okay. Alles, was dazwischen ist. Alles klar. Wollen wir loslegen, Harry? Ziehen wir los. Eine Minute und die Zeit startet jetzt. Was ist auf dem Schild abgebildet, das vor elektrischer Spannung warnt? Ein Blitz. Welcher der vier Beatles komponierte den Song Come Together? John Lennon. In welchem Bundesstaat befindet sich der Großteil der höchsten Berge der USA? Colorado. Alaska. Mit Ein Blatt aus sommerlichen Tagen beginnt ein Gedicht von Theodor? Weiter. Storm. Hat eine Person 50 Euro und eine andere 100? Haben sie im Durchschnitt wie viele? 75. Welcher Fußballspieler wurde 2021 mit 16 Jahren und 268 Tagen Deutschlands jüngster U21-Debütant und Torschütze? Lars Ricken. Mokoko. In welchem Nachbarland sind drei als Salzwelten bezeichnete Salzbergwerke beliebte Ausflugsziele? Deutschland. Österreich. Gustl Beierhammer, der Meister Eder-Darsteller aus der Pumuckl-Serie, hätte 2022 welchen runden Geburtstag gefeiert? 100. Die frühere Bundesjustizministerin Christine Lambrecht übernahm in der Ampelkoalition welches Ministeramt? Verteidigung. Welche Metalband wurde 1981 vom Bassist Nicky Six gegründet? Motley Crue. In welcher Stadt in NRW befindet sich ein Delfinarium? Weißt wäre du? Duisburg gewesen. Ja, richtig, wäre. Hättest du mal schneller gesagt. Ging nicht mehr, ne? 3000 wieder. Gut gemacht. Ja, okay. Sehr schön. Du kannst doch zufrieden sein. Bin ich. Spielen wir trotzdem weiter, ne? Einverstanden. Hier kommt der Jäger. So, Herr Rubiger, Runde 3. Harry ist da aus Essen. Hallo, Hallöchen. Und wir spielen möglicherweise um 3000 Euro wieder. Was ja. Haben Sie da zu bieten? Unten 30 Euro. Was? Na, warten wir erstmal die obere Stufe ab. Ja, oben fast 6 fahren wir auf 18.000. 18 jetzt schon. Ja, ich würde gerne Finale mit 4 Personen spielen. Also bleibe ich bei den 3. 3.000? 3.000. Dann machen wir das. Bislang ist es alles glatt durchgegangen. Und hoffentlich auch bei dir jetzt, Harry. Toi, toi, toi. Okay, danke. Nur der RWE in diesem Fall für dich, ne? Was, Eine Fußballfrage wäre jetzt schön, ja. Gleich als erstes. Als erstes. Das wäre nicht schlecht, als Brustlöser, ne? Hier, die Jagd beginnt. Erste Frage kommt. Welche Landsäugetiere, das ist kein Fußball, legen bei ihren Wanderungen von bis zu 5000 Kilometern die weiteste Strecke zurück? A. Zebras, Gnus oder Karibus? Karibus? Karibus. Karibus. Was hast du genommen? Ich habe B. die Gnus genommen. Sind das die Gnus? Startet Harry mit dem Treffer. Okay. Was sagt der Jäger? Was sind das für possierliche Tiere? Das sind quasi Rentiere in Kanada, Alaska auch. Okay. Dann machen wir weiter. Nächste Frage, Harry. Jo. Der Survival of the Fittest bedeutet im Sinne der Darwinschen Evolutionstheorie das Überleben der A. angepasstesten, gesündesten oder stärksten. Tja, ist da eine Falle drin? Was hast du genommen? Ich habe C, die Stärksten, genau. Was ist die richtige Antwort?
So, da läuft die Evolutionstheorie. Was sagt der Jäger? Man sagt es immer so, ne? Im Sinne von Stärkste. Also die Tierarten, die am besten angepasst sind an ihr Lebensraum. Ja. So, Harry, jetzt wird es ein bisschen eng. Gut, dass du nicht gezockt hast, können wir jetzt schon mal sagen. Ja. Und ab jetzt bitte richtige Antworten. Welcher Sänger mit italienischen Wurzeln spielte in seiner Jugend für den AS Rom und den VfB Stuttgart? A. Nino De Angelo, B. Giovanni Zarella oder C. Pietro Lombardi? Ich weiß es nicht, aber ich hätte eine Ahnung. Wen hast du genommen? Ich habe Giovanni Zarella B genommen. Ja, schon mal gehört? Oder? Ja, ich glaube, der hat mal erzählt, dass er Fußball gespielt hat. Also, ich habe ihn sozusagen vor Augen. Okay, ist Giovanni Zarella richtig? B. Sehr gut, Harry. Jetzt bist du im Spiel. Jetzt bin ich im Spiel. Haben wir den Jäger vielleicht erwischt mit dieser Frage? Haben wir nicht. Nächste kommt. Die Flagge welches Landes sieht der Flagge von Katar zum Verwechseln ähnlich? A. Bahrain, Irak oder Saudi-Arabien? Was hast du genommen? Letzten Drücker? Ja, Bahrain. Ist das richtig? Ja, gut. Nächster. Was sagt der Jäger? Jo, kommt hinterher. Und gleich die nächste. Drei brauchen wir noch, Harry. Läuft. Okay, dann muss ich wohl so. Blekes Frierwot dürkt den Gnurt aus. Weshalb Mandeise... Flölig, Fasel, Chieks, Nerich B, Fgare, Seen und Bad Wo, Rehn, Knan. Danke dafür. A. Übung macht den Meister. B. Lange Rede, kurzer Sinn. Oder C. Der Ton macht die Musik. Wieso können wir das lesen? Ist ja eine überragende Frage, ehrlich gesagt. Ja, den ersten Teil habe ich jetzt entschlüsselt. Hattest du da Schwierigkeiten, das zu entschlüsseln? Ja, also als ich dann die Antworten gesehen habe, war ich mir ziemlich sicher, dass es A sein muss. A, Übung macht den Meister. Ich hätte überhaupt gar kein Problem, das normal zu lesen. Und dann muss eigentlich A richtig sein. Wahrscheinlich lesen wir alle seit hunderten Jahren gefühlt, dass man dann auch verwechselte Buchstaben total richtig zuordnet. Ne? Was ist die richtige Antwort? Sehr gut, Harry. Okay, was sagt der Jäger? Schritt für uns hier. Ach, ja, Sie haben natürlich recht, aber ich habe ihm gedacht, dass sich's ja genauso anhört, als ob man es richtig lesen würde. Ja. Vorletzte hoffentlich. Mit der 4-7-11-Methode lernt man laut wissenschaftlichen Untersuchungen besser zu A. Essen, Atmen oder Tanzen. Na, könnte was mit Kauen sein, könnte Schrittfolge sein, könnte aber auch Atemtechnik sein. Was hast du genommen? B. Atmen. Es atmen, richtig. Ja, sehr gut, Harry. Matchbälle? Wie viele? Wissen Sie die Zahlenfolge? Also, wofür es steht? Wofür es genau, weiß ich auch nicht. So, zwei Möglichkeiten, Harry. Und du warst schon ein bisschen am Abgrund, ne? Sehr gut. Ja. Sehr gut. Bitte jetzt Finale. In welchem Land kann man 67 Kilometer mit der längsten Straßenbahnlinie der Welt die Küste entlang fahren? A. Australien, Belgien oder Chile? Was hast du genommen, Harry? Ich habe Chile genommen. Längste Straßenbahnlinie der Welt, haben die die. Ist Chile richtig? Belgien, was sagt der Jäger, der lange in der Schweiz gelebt hat? Ich habe das schon mal bei den Kollegen von Mare TV gesehen. Ja? Das ist die Gust-Tram. Gust-Tram? Quasi die gesamte belgische Küste entlang von der französischen zur holländischen Grenze. Okay. Ich habe die Küste von Belgien eigentlich ein bisschen schmaler eingeschätzt. Darum es ist, wie es ist jetzt. Ja. Matchball für beide. Nur mal fertig, hör mal. Wo wurden die Schwimmwettkämpfe der ersten Olympischen Sommerspiele 1896 ausgetragen? A. Gardasee. Auf der Seine oder im Mittelmeer? So, Harry, weißt du das? Ich meine, es ist in Frankreich gewesen und damit wäre B. Seine richtig.
gucke auf Herrn Hobiger. Er gibt uns kein Zeichen. Also ein leicht resignierter Mund, der gefällt mir. Was ist die richtige Antwort? Okay. Nehmen wir sportlich. Ah, ja, doch, ist nicht. Ich dachte, das wäre Mittelmeer. 1900 war Paris. Und, okay. Athen. Okay, Harry, das hat Spaß gemacht. Was sagt der Jäger? Alles Gute. Grüße. Hey, grüne Metropole. Michaela, wie beide. So, Michaela, das war ja schade mit Harry, ja. Oder? Ja. So nervenstark und dann hinten raus doch. Aber ich hätte es auch nicht gewusst. Macht ja nichts. Die Frage ist ja auch weg jetzt. Das ist ja das Gute. Wollen wir direkt loslegen mit deiner Schnellraterunde? Ja, komm, du machst jetzt eine richtig gute 60-Sekunden-Runde noch und dann schauen wir weiter. Die Zeit startet jetzt. Welcher Planet umkreist in etwa 365 Tagen die Sonne? Die Erde. Welcher Handballverein gewann 2021 zum 11. Mal den deutschen Supercup? Kiel. Die Tochter der Tochter meiner Tochter ist meine... Enkeltochter? Urenkeltochter. Was wärmt groß geschrieben den Hals und schmeckt klein geschrieben abgestanden? Schal. Welche Nicole war 2022 zum 5. Mal für einen Schauspiel-Oscar nominiert? Kidman. Was ist der längste Fluss in Südostasien? Weiter. Mekong. Welche Partei wurde bei der Bundestagswahl 21 drittstärkste Kraft? Grüne. Wer startete Anfang Januar 22 als Nachfolger von Moderator Klaus Kleber beim ZDF-Heute-Journal? Christian Sievers. Welches chemische Element kommt in Milch und Käse vor und hat einen positiven Einfluss auf Knochen und Zähne? Calcium. In welchem Kinderbuch von Kästner sehen sich die Töchter der Familien Palfi und Körner zu ver... Ganesha, der elefantenköpfige Hindu-Gott, ist der Sohn von Parvati und welchem Gott? Weiter. Shiva. So Mighty war das Maskottchen der Paralympics. In welcher Stadt? Weiter. Tokio, wie heißt in der Küche die rechteckige Metalle? Da wäre noch ein Backblech gekommen. Aber 3.500 hast du schon geschafft. Nein. Wieder eine starke Runde. Ja. Bin beeindruckt von euren Schnellraterunden. Und jetzt ist wieder die Frage, zocken ja, nein? Guck mal, was kommt. Er hat sich ja schon noch immer ein bisschen gesteigert. Ja. Ne? Aber wir schauen, hier kommt der Jäger. So, Herr Hobiger, jetzt wollen wir uns mal rechnen hier für den Rausschmiss von Harry gerade. Michaela ist da. Hallo, Michaela. 3.500 Euro. Was bieten Sie denn noch heute? Ja, unten habe ich einen schlechten Witz. Minus 500 Euro. Ja. Ganz schlechter Witz. Sehr sparsam. Ja, dafür habe ich oben was Verlockendes. 20.000. Hatte ich mir fast gedacht, dass er da noch mal hin will heute. Wie du dich wohlfühlst. Aber du kannst auch bleiben, das ist... Ich bleibe, gut. Ja? Ja. 3.500? Ja. Dann nehmen wir das so und dann spielen wir da rum und kommen hoffentlich auf 11.000 gleich. Die Jagd beginnt. 5 schnelle Richtige, Michaela, dann haben wir es überstanden. Welcher Ort liegt nicht auf der Reiseroute von Phileas Fogg in Jules Vernes in 80 Tagen um die Welt? Bombay, Dublin oder Sydney? Was hast du genommen? Ich habe C, Sydney genommen. Ist das die richtige Antwort? Warte immer erst, ob es richtig ist. Dann sagst du, okay. Ob du geraten hast oder nicht. Gut, erster Schritt. Wusste sie natürlich. Was natürlich. Sagt der Hobiger? Auch Sydney. Ich habe das Brettspiel, also es gibt ein Brettspiel, das so heißt daheim. Und da gibt es weder Sydney noch Dublin. Ach, wirklich? Ja. Mal gut, passt du nicht rauf vielleicht. Hier kommt die nächste. In welcher Religion bezeichnet Sangha eine religiöse Gemeinschaft oder Gemeinde? A. Buddhismus, Hinduismus oder Islam? Was hast du genommen? B. Hinduismus. Hinduismus. Was ist die richtige Antwort? Was ein Klafter ist, muss die A. Arme ausbreiten, Finger spreizen oder Knie anwinkeln.
Was hast du genommen? B-Fingerspreizen. Ist das dann... Oder was ist... Ich hätte jetzt gesagt, so eine Maßangabe vielleicht oder so. Ach so. Was ist die richtige Antwort? Arm ausbreiten. Okay, was sagt der Jäger? Was ist denn? Du? Okay. Bitte mach richtig. Welches Weltwunder der Antike soll in der Nacht der Geburt von Alexander dem Großen in Flammen aufgegangen sein? A. Die Alexandria-Bibliothek, der Leuchtturm Pharos oder der Artemis-Tempel? Was hast du genommen? C. Artemis-Tempel. Den brauchen wir jetzt, sonst wird es eng, glaube ich. Gut, nächster Schritt. Was sagt der Jäger? Michaela wandert. Hat er auch, er ist gnadenlos. Zwei noch. Es rückt näher, Michaela. Ja. Welcher Name fand sich 2021 unter den Teilnehmerinnen der 14. Staffel von Let's Dance? A. Clinton, Obama oder Bush? Oh, da guckt er. Du hast Frohlockt, ne? Ja. Guckst du es gerne? Ja. Und? B. Obama. War, glaube ich, seine Schwester, wenn mich nicht alles täuscht. Die mitgemacht hat. Okay, ist das richtig? Super. Was sagt der Jäger? Haben wir den möglicherweise sogar erwischt jetzt hier? Ich hoffe doch. Ja. An mir ist diese Staffel genauso wie die 13 vorher völlig vorbeigegangen. Vorüber getanzt. Es lohnt sich doch noch was zu gucken. So, dann tanz jetzt bitte ins Finale, ja. Michaela. Ich hoffe. Worüber verfügte im Mittelalter eine Thalassokratie in ausreichender Menge? A. Thermalbecken, Rinderherden oder Segelschiffe? Was hast du genommen? A. Thermalbecken. Ist das richtig? Segelschiffe. Was sagt der Jäger? Thalasso. Ja, Thalasso ist, also ist das Meer quasi. Okay. Also wenn man das Meer beherrscht. Thalasso, was? So. Ja. Das hat sich für mich nach Medizin angehört. Ja, es gibt ja auch Thalassotherapie. Genau. Genau. Jetzt gehst du ins Finale, bitte. In den Regenwäldern Neuguineas und Australiens leben die A. Kappengibbons, Helmkasuare oder Maskentölpel? Ich meine schon mal was von C. Maskentölpel gehört zu haben. Was sind das, Vögel oder? Ich glaube. Ist Michaela im Finale mit Emma und Robert? Helmkasuare. Was sagt Herr Rubiger? Er guckt mitgefühlig. Michaela, vielen Dank fürs Spielen. Alles Gute. Und jetzt haben wir ein Zweierfinale mit euch beiden. Finalzeit bei Gefragt, Gejagt. Es sind dann jetzt nur noch Emma und Robert. Von Harry gewünschte Viererfinale hat nicht geklappt. 7.500 Euro wollen wir euch gerne mitgeben. Ihr habt 2 Punkte Vorsprung. 2 Minuten lang jetzt. Viele Antworten bitte. Zeit startet jetzt. In welcher Stadt findet seit 1985 das Finale um den DFB-Pokal statt? Berlin. Wer bis weit in die Nacht feiert, tanzt redensartig bis in die Puppen. Von welcher Frau ließ sich Napoleon Bonaparte am 10. Januar 1810 scheiden? Weiter. Als Dekarbonisierung bezeichnet man die Reduktion der Energiegewinnung. Aus welchem Element? Kohlenstoff. Auf der Insel Honshu befindet sich die Hauptstadt welches Landes? Japan. Als was arbeitet Lisi Schnabelstedt in Fuck You Goethe? Lehrerin. Welche Ordnungszahl hat das Metall Lithium im Periodensystem Element? Zugunsten welches Prinzips wurde 1977 im Scheidungsrecht das Schuldprinzip aufgegeben? Weiter. Kannst du denn wirklich nur an Fußball denken, heißt es im Musical Das Wunder von? Ja. Welcher Sucht frönt ein egoistischer Mensch? Selbstsucht. Auf der Rialto-Brücke überquert man welchen Kanal Venedigs? Canale Grande. Der Feintrieb eines Mikroskops dient welcher Schärfe? Optische Schärfe. Wie nennt man das Studium der Gesteine und der Erdkruste? Mineralogie. Redensartig vergehen einem welche beiden Sinne, wenn man etwas Unangenehmes hört? Hören und sehen. Welcher FDP-Politiker war mit Abstand am längsten Vizekanzler einer Bundesregierung? Kenn schon. Kr lautet das Symbol für welches chemische Element? Krypton. In welchem Mannschaftssport wird der Sänger notfalls auf dem Eis durch einen Sudden Death ermittelt? Eishockey. Wer sagt, Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen ist tausendmal schöner als ihr? Der Spiegel. Welcher Bill hatte einen Hit mit Pigalle und Stadt? Ramsey. An welchem See liegt Bad Wiessee? Wiessee. Ein Spiel für kleine Kinder heißt Alle Vögel fliegen? Oh.
Eigenlob stinkt oder anders sprichwörtlich ausgedrückt, Bescheidenheit ist eine? Tugend. In welchem Bundesland steht Schloss Meseberg? Weiter. Welche mehrfache Oscar-Preisträgerin spielt im Film The Tragedy of Macbeth, die Lady Macbeth? Weiter. Wie heißt der dritte? 18 habt ihr gemacht, das war super. Am Ende waren noch so 15, 20 Sekunden. Ich dachte, wenn jetzt noch ein bisschen was kommt, knacken wir die 20. Aber das ist prima. Einmal, Emma, warst du trotz Roberts Drücken mit Kohlenstoff, glaube ich, oder Kohlen schon zu weit. Da müssten wir einen wegnehmen dafür. Das ist die gute Nachricht. Geben wir euch aber noch die, was war das, Bildsche optische Schärfe. Und dementsprechend bleibt alles, wie es ist. Und wir konzentrieren uns einfach jetzt zum letzten Mal heute. Hier kommt der Jäger. Das ist nur meine Aufgabe hier, Herr Obiger, heute Abend. Ja. Wir müssen 18 schaffen. So viele Rücksetzer sollten Sie sich nicht erlauben, wahrscheinlich. Seid ihr auch bereit, soweit? Ja, Sie auch? Dann würde ich sagen, die Jagd beginnt. Einmal noch Manuel Hobiger im Alleingang hier. Fragezeichen, 18 Braucher. Zeit startet jetzt. Für welche Nationalmannschaft lief Zinedine Zidane als Fußballer Frankreich auf? Wer bei der Party Vollgas gibt, der feiert redensartig bis die Schwarte? Kracht. Else Wierich war die Mutter welches weltberühmten Mainzer Erfinders? Gutenberg. Welches der bedeutendsten chemischen Elemente hat der Engländer Joseph Priestley entdeckt? Sauerstoff. Der Nullmeridian verläuft durch welche europäische Hauptstadt? London. Um welche US-Ballsportart geht es im Film Sie waren Helden? Football. Gjetost gilt als Nationalkäse welches skandinavischen Landes? Norwegen. Welche Staatsform ist dem griechischen Wort Ursprung nach die Herrschaft der Besten? Passe. Stopp, die Uhr. Erste Chance für euch. 7 hat er schon. Oh, jetzt die Antwort? Optokratie. Aristokratie. Das hätte ich wissen können. 1,19 noch auf der Uhr, Herr Obiger. Stark, Sie brauchen noch 11. Zeit startet jetzt. In welchem Musical kommen den Jellicle-Katzen auf einer Londoner Müllkippe zusammen? Cats. Welcher Reiter führt die Liste der Besten an? Der Spitzenreiter. Der Leuchtturm welcher Insel strahlt am weitesten in der deutschen Bucht? Helgoland. Welcher Oscar-Preisträger spielt im Film The Tragedy of Macbeth, den Königsmörder Macbeth? Passe. Stopp. Geguckt. Gehört. Patrick Stewart. Ganz fast. Denzel Washington. 58 für 8. Zeit startet jetzt. Wie kürzen Studierende der Betriebswirtschaftslehre ihr Studienfach ab? BWL. Was machen schmeichelnde Verliebte redensartig mit Süßholz? Raspel. Wer wurde im Jahr 2000 als erster US-Präsident mit dem internationalen Karlspreis ausgezeichnet? Clinton. Als Cassiterit-Erz wird welches Metall gewonnen? Aluminium. Stopp. Nächste Chance. Kupfer. Kupfer. Zinn halte ich dagegen, leider. 5 noch in 36. Zeit startet jetzt. Um die Aufgabe seines Schützlings anzuzeigen, wirft der Trainer beim Wettkampf was in den Boxring? Das Handtuch. Wer fragt im Märchen Knusper, Knusper, Knäuschen? Wer knuspert an meinem Häuschen? Die Hexe. Von welchem Herbie stammt der berühmte Jazzstandard Watermelon Man? Hancock. Der Rheinhafen welcher Stadt ist der größte in Rheinland-Pfalz? Mainz. Stopp! Keine Mainzer Stadt. Die wird noch irgendein Rhein haben. Jetzt Kaiserslautern. Ludwigshafen. Ja, 14. Ich weiß nicht, wo der Rhein ist. Die Zeit, Herr Obiger, startet jetzt. Welche Tänzer nennt man in der Szene auch kurz Breaker? Breakdancer. Wenn man es gut findet, dass es etwas überhaupt geklappt hat, bemüht man das Sprichwort. Besser spät als? Nee. Das ist ja der Hammer. Also da muss ich sagen, bei meinem großen Mitgefühl für euch geht ein großes Kompliment an Sie, Herr Obiger. Nach 18, 4 Sekunden noch, das war stark. Ich hab so einen Kurs. Haben Sie auch noch nicht so oft gehabt nach 18, ne? Nee, aber sehr gute Kandidaten. Ja, aber da, das wäre ein Rücksetzer wahrscheinlich gewesen. Ja. Es war der Kohlenstoff, den ich falsch gemacht habe. Nein, kastei dich jetzt nicht. Ihr habt toll gespielt. Vielen Dank an euch beiden. Gewinner des Abends, Manuel Hobiger. Das war Gefragt, Gejagt für heute. Wir freuen uns sehr aufs nächste Mal, wenn die Jagd wieder beginnt. Boah, schönen Abend. Tschüss. Bravo.